Ich sitz schon wieder barfuß am Klavier. Ich träume Liebeslieder und sing dabei von dir. Du und ich, wir waren wunderlich, nicht für mich. Für die, die es störte, wenn man uns nachts hörte. Ich hab mit dir gemeinsam einsam rumgesessen und geschwiegen. Ich erinnere mich am besten ans gemeinsam einsam liegen jeden Morgen. Danach bei dir, du nackt im Bett und ich barfuß am Klavier. Und ich sitz schon wieder barfuß am Klavier. Ich träume Liebeslieder und sing dabei von dir. Zu wenig. Und ich sitz schon wieder barfuß am Klavier. Ich träume Liebeslieder und sing dabei von dir. Sing dabei von dir. Wie heißt du und wo kommst du her, bitte? Peter, ich heiße Franziska. Franziska? Oh, habt das Knistern gehört gerade? Nein, nein, er müsste vielleicht, klingelt's, 30 Jahre zurück. Kannst du alles haben von mir? Was passiert jetzt? Küssen die sich jetzt? Ja. 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 Oh, toll, dass du dich umdrehst. Danke. Dankeschön. Du weißt, wie du dich entscheidest, oder? Ihr kennt euch seit 30 Jahren, oder was? Ja. Also Peter, pass mal auf. Ein einfaches Ja reicht hier nicht aus. Soll ich's aufklären? Ja. Ja? Ich bin neugierig, bitte. Also vor 33 Jahren eigentlich haben wir mal ein Duett zusammen gesungen. Ich durfte mit Peter Maffay ein Duett singen. Lass dich gehen, hieß es. Ja, dann bin ich gegangen und jetzt bin ich wieder da. Aber wie, in welchem Zusammenhang? Also wie alt bist du denn? Vor 33 Jahren warst du ja 5 oder so. Oh, danke schön. Nee, ich bin 53, ich heiße Franziska und komme aus Freudenthal, also aus dem Schwabeländle. Aber sag mal, okay. Okay, und erklär uns trotzdem, wie das gekommen ist. Du warst also schon Musikerin und, ja. Oder wie ist das zu diesem Duett gekommen? Ich habe in einem Schallplattenladen gearbeitet, wo wir Merchandise-Artikel von Peter Maffay verkauft haben. Was? Und mein Chef hat dann damals gesagt, hey du, ich habe einen Lehrling, die kann singen. Und Peter Maffay hat eine Duettpartnerin oder eine Sängerin gesucht. Und dann wurde ich eingeladen und durfte singen und dazu kam es dann zu dem Duett. Das ist so schön, dich wiederzusehen. Und ich glaube, wir müssen nicht viel miteinander mehr reden. Jo, 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 jo. Hallo. Wenn ich auch mal noch was sagen darf, ich habe auch gedrückt, Peter. Ja. Ist das alles jetzt schon dann? Ist das in Stein gemeißelt? Oder gibt es noch eine Minimalchance? Wieso hast du denn... Naja, weil das schön war, weil ich, also,
Ich bin extrem unter Druck aktuell. Du hast mit Peter, soll ich was für dich singen, wenn da ein Klavier steht? Möchtest du dich so lange auf meinen Stuhl mal kurz setzen? Ja. Hallo erstmal. Umarmen, los, wollte ich gerade sagen. Sehr gut. Richtig. Was spielst du für uns jetzt irgendwie? Keine Ahnung. Soll aber auf jeden Fall gut sein. Transponiert plus eins. Wie transponiere ich das hier zurück ins Gerät? Wie geht das? Können wir die Systemtechnikerin nochmal haben? Ich bin Oma geworden jetzt. Ich erzähl dir später. Seid ihr schon am Quatschen, während ich hier das Klavier einstelle? Nein. Wir überbrücken ein bisschen die Zeit, das ist alles. Franziska, das hier ist für dich. Nicht gut, dir geht's dreiviertel gut. Vorhin zum Reden, nur Mama und du. Du tanzt nicht zum Vergessen, man, du tanzt grad zum Erinnern. Kugon, Kugon, es will durch den Beton. Will in meinen Kopf im Loop, wie ein alter Katy Perry Song. Kugon, Kugon, Telegramm nicht angekommen. Ich bin fucking Yoko Ono, mein Herz ist Paul und John. Kugon, 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 Kugon. Ich will nichts hören und hau mir auf die Brust wie King Kong. Weil der Krach umsonst. Kugon, Kugon. Yeah! Voll gut! I tried. Das hilft ihr jetzt nicht weiter. Hat das jetzt geholfen? Die Entscheidung. I tried. Es war super, super schön. Aber es geht nicht anders. Ich warte, 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 warte. Setz dich. Setz dich, Franziska, setz dich. Natürlich, gerne. Gar nicht mehr, obwohl wir frühere Brüder waren. Krass, was mit der Zeit passiert, wie schnell man den Kontakt verliert. Hab grad gemerkt, dass ich deine neue Nummer nicht hab. Wollt nur mal hören, wie es dir geht. Jetzt ist es mitten in der Nacht und ich frag mich, was du machst. Ich trink auf dich, mein Freund, auf jeden Tag aus unserer Zeit. Auf das, was geht und das, was bleibt. Auf das, was kommt und das, was war. Ist ein Schrittchen näher dran jetzt? Also es ist wunderschön, aber... Aber ganz toll, ich fände es toll, vielleicht können wir auch mal ein Duett singen oder so, irgendwann. Ich sehe es nicht mehr, ehrlich gesagt. Also ich sag's, ich mach's jetzt kurz, ich gehe zu Peter. Ja! Dankeschön! Bis gleich.